Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Wars. Ich wollte Battlefront sagen. Nein! Oh, das ist ja lustig. Star Wars Republic at War. Und ja, das ist. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ja. Ne. Ich habe darauf geklickt und weiter mich immer hingeschickt gehabt. Irgendwo anders hin. Hä? Ach, ich hasse sowas. Das ist auch ein hässlicher Bug. Habe ich dann eine Raumflotte? Also sieht mir nach einer Flotte aus, aber... Ja. Und muss ich jetzt verstehen, warum der mit einem einzelnen Schiff ankommt? Alle Einheiten haben Meldung gemacht, General. General, wie sieht euer... Lass uns diese Blechbüchsen zu Schrott verarbeiten. Viel Glück, General. Aber ich frage mich immer, warum ihr größere Flotten sehen wollt. Es kann losgehen. Weil ich finde es so ganz praktisch, dass ich überall so kleinere Flotten habe. Kann ich technisch gesehen an viel mehr Stellen agieren, wenn ich das mal hinkriegen würde. Ja. Nein, Anakin, heute rede ich nicht mit dir. Du bist langweilig geworden. Du bist voll LW geworden. Oh, Verteidigungskanone. Ich finde diese Schwere mal da lustig. Hört euch das an. Oder? Feuern. Ach, das Luca hat eine höhere Reichweite. Das finde ich ja gar nicht toll. Schnauze halten. Deine Meinung interessiert hier niemanden. Ist voll unwürdig geworden. Wo sind... genau, da ist der gelagert. Mit seiner roten Brücke. Ich glaube, ihm ist die ganze Verantwortung zu Kopf gestiegen, deshalb hat er einen roten Kopf. Einmal noch da rumballern. Und zack. Der Rest müsste jetzt auch verrecken. Boah, ey, ich schwöre etwas, dieser Spruch, das ist so eine Vorlage. Da kannst du so viel Scheiße mitmachen. Also kannst du da so viel Scheiße antworten, technisch gesehen. Hallo? Würdest du bitte mal? Davor stark bezweifeln, dass die Turboleser da hinballern würden. Ja, einmal schneller, BD. Das wird schon, komm. Die Droiden kommen auf uns zu. Nein, sie laufen vor dir weg. Oh, Scheiße. Verzeihung. Das gibt Probleme. Kacke. Kacke. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ja, ich will dafür sorgen, dass die verrecken. Außerdem, Leute, Kit Fisto hat eine Flotte. Das habe ich schon öfters gesagt. Ich verstehe nicht, warum es auf einmal dann heißt, ja, boah, Kit Fisto eine Flotte. Der hat doch eine. Wird uns niemals besiegen können, wenn sie nicht gerade 10 zu 1 in der Überzahl ist. Hat ich nicht letztens auch irgendein Jedi verreckt? Yes, Sir. Muss nochmal nachgucken, wer. Vielleicht weiß es einer von euch. Das Blöde ist halt, durch diese Aufnahmesessions brauche ich halt immer ein bisschen, um auf die Kommentare und bzw. eure Antworten zu reagieren. Das mit der pseudo-nicht-existenten Flotte, das ist ein Fail von mir. Ich dachte mir, dass wenn ich hier draufklicke, warte, da. Der mich auch zur richtigen Welt schickt. Deshalb habe ich nie auf den Namen geachtet. Ich kam gar nicht auf die Idee. So, also hier hast du wieder taktisches deine Flotte. Gefecht steht gleich bevor. Hä, wieso ist denn dieser da? Automatisch. Alle vier sind tot. Ja. Ich bin hier die ganze Zeit nur am Rumfliegen. Raumschlacht. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Raumschlachten toll, aber so langsam. Ich bin Anakin Skywalker. Ich hätte gerne auch mal wieder Fortschritt, ne?
Ich glaube, dafür kann man mich gut nachvollziehen. Die Droidenarmee wird uns niemals besiegen können, wenn sie nicht gerade 10 zu 1 in der Überzahl ist. Boop. Also, hier bin ich. Es klappt schon alles. Es ist total beruhigend schon. Es klappt schon. Seltsame alles. Sache. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja, da beide das gleiche ist, also da beide Inhalte vom gleichen Wert sind, es klappt schon alles immer sehr vertrauenswürdig. So eine Begrüßung hatten wir nicht erwartet, Meister. Verdammt, ich habe irgendwie Hunger gerade auf Pizza. Scheiße. Niemals, wenn man hungrig ist, Bilder von Essen sich angucken oder einkaufen gehen. Das sind so Dinge, die lernst du recht früh im Leben. Zack. Zack. Was gibt es denn? Hä? Dafür brauchen wir doch keine ganze Flotte, das erledige ich mit links. Ja, das dahinfliegen, das ist vollkommen okay, aber Ich würde mich fragen, wie du das alleine hier die ganzen Kreuzer zerstörst, aber gut. Das ist ein Anakin. Sir, wie lautet euer Plan? An ein Kind. Nee. Ja, Anakin. Ja, wird gemacht. Obi-Wan hat voll den Wahn. Im Obi-Laden. Ich find's auch lustig, ich glaube auf Instagram oder so muss man. Sind die ja inzwischen so weit, dass die auf jedem Scheiß. Ist Hashtag Werbung hinschreiben, weil sie Angst haben, verklagt zu werden. Denke ich mir so, ja, Werbung ist aber eigentlich was vollkommen anderes, als was das du da klassifiziert hättest. Weil für Werbung kriegst du Geld. Oder wenigstens das Produkt. Nicht, wenn du es selber kaufst. Oder du machst es halt gratis. Machst du das aber hier? Guck doch mal, wie toll das ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal mein Mikrofon sperren würde, wie toll das ist. Und euch alle sagen würde, hol das jetzt auch. So, das könnte man als Werbung klassifizieren. Aber nicht, wenn ich sage, guck doch mal, das habe ich mir gekauft. Dann wäre ja meine ganze Scheiße da unten. Was ich alles im Rechner habe, wäre ja auch Werbung. Ah, los. Dann wäre ja alles Werbung. Okay, ich kenne mich mit Instagram nicht aus. Kann natürlich sein, dass ich jetzt totalen Scheiß laber. Und Instagram eigentlich eine pure Werbeaktion. Ich weiß nicht. Das reine Leben von Instagram ist eine Werbung. Okay, ich verliere Kreuzer. Das missfällt mir. Sollte ich vielleicht mal Supportschiffe nachbauen, aber Akklamatoren, ich weiß nicht. Nochmal hier rein. Ja, immer noch Schiffe. Alle Systeme arbeiten im grünen Bereich. Das kannst du, ich glaube an dich. Da. Wunderbar. Noch irgendwas? Nee. Frag mich. Moment mal. Oh Gott. Ich frage mich auch manchmal, warum irgendwie KI überhaupt noch bei solchen Möglichkeiten dann in den Hyperraum springt. Oh, ich habe 3 Akklimatoren verloren. Ich würde jetzt gerne schon mit der. Hier, kurz mal meine Artillerie, ja. Beeil dich mal. Werde gebaut. Schneller. Genau, das ist ja. Das ist eine Flosse mit Luminara. Was werden die eigentlich? Ich hab da aber eine. Gefecht steht gleich bevor. Ich hab da anscheinend eine Menge in die Pipeline geschoben. Warum? Ich glaube, das wird dann die Coast und Defense Fleet oder sowas. Starten. Das Blöde ist, ja, Moment, hatte ich nicht noch eine Welt unter Belagerung, die ich angreifen kann? Ich muss ja nicht jedes Mal so eine riesige Armee mitschleppen. Ich kann ja auch das Angriffs-Squad und was weiß ich. Ja, die ein oder andere Einheit mitholen. Erwarte eure Befehle, Sir. Bloop. Minimale Verluste, maximale Erfolgsbilanz. Das sind wir. So. Los, wir werden von Separatisten angegriffen. Sieht aus wie eine Invasion. Hör auf zu heulen. Sir. Ja, Sir. General. Das ist keine Invasion, das ist ein Besuch. Für die Geburtstagsfeier von Kanzler Palpatine. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Alles nur, damit wir schön gemeinsam feiern können und das wird die fetteste Abrissparty auf Coruscant. Das war auch eigentlich die Invasion von
Also, ne, das war auch, als dieser Prozess mit der Flotte ankam, das war alles nur eine fette Abrissparty. Waren schon leider ein bisschen am Vorglühen, so nennt man das ja. Und haben dann leider schon viel zu früh angefangen. Dann wollten sie Palpatine noch dazu holen, aber der hat das irgendwie auch total missverstanden. Dann ist halt, das ist alles etwas eskaliert. Und dann als die Palpatine-Gang, ne, mit den Venatoren ankam, dann war völlig vorbei. Hat auch die ganze Überraschung versaut und... Taktisches Gefecht steht Alter. Gleich bevor. Automatisch. Deine Mutter nervt. Mit Höflichkeit ist es zu spät zu sein. Ja, viel ist nicht höflich. Ach, gut, ja, da kommt eine Flotte. Hatten wir nicht letztens... Genau. Nee, das ist was her bei Yoda. Mit Yoda. Hi. Ah, genau, hier hatten wir die Pride dabei. Dann weiht uns mal ein, Commander. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Sir, wie lautet euer Plan? Die Scouts sagen, das waren die letzten Blechbüchsen im Sektor. Hui. Das Blöde ist, bei den Arcs sieht man halt leider die Kanten von den Triebwerken. Ja, General. Sir, ja, Sir. Los, Pride, beweg dich. Wir haben gesehen, bisschen schneller, los. Ich finde es ja auch lustig, normale Raketen sind, glaube ich, haben mehr Verfolgung, also bei dieser Verfolgungseigenschaft, als die, ja, Ortungstorpedos von Trench. Das finde ich irgendwie dämlich. Einklappen und durchfliegen, ja, hier. Komm. Da. Ach Gott. Na, welchen Mond wollen wir denn diesmal vor die Pride schieben? Oder hinter die Pride? Da, guck mal. Sieht das nicht schön aus? Da ist ein Mond. Und da ist ein Mond. Ja, ich weiß. Wie viel hat der Saturn an Monden? Das ist die Mehrzahl von Mond. Monde? Jedenfalls, ja, der hat ganz, ganz viele. Aber ich weiß, es geht. Aber es sah nur auf den ersten Blitz so dämlich aus. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Das sieht so unrealistisch aus. Vor allem, ich meine, die sind ja dann, müssten ja eigentlich verschiedene Orbitale haben. Also verschieden um den Planeten rumkreisen. Also was weiß ich. Warte mal. Der eine. Nee. So weit ist nicht gemeint. Ach komm. So, also der eine kreist vielleicht so rum, der andere so rum, oder da hinten rum, sowas. Weil die hocken halt alle so gefühlt auf einer Ebene. Alle in einer Orbitale, wenn man das muss so heißen, ich bin mir leider nicht mehr sicher. So, hat mir nicht irgendwo noch hier Kreuzer? Genau, da. Ach, der Metzelmodus ist schon aus. Tut mir leid. Konnten wir das nicht schön in der Kamera einfangen? Da musste ich das mit den Flugbahnen der Monde beschreiben, wie ich das meine. Böllern. Ich glaube, ich müsste die Pride ein bisschen mehr einsetzen, oder? Zack. Was? Der kann doch nichts fliehen. Los. Mach den Scheiß weg. Wiedersehen. Das sind ja noch mehr. Hat der eigentlich Verteidigungskanonen? Ja, Verteidigungskanone. Da eine Verteidigungskanone im Nichts. Das ist die schwebende Verteidigungskanone. Gut. Machen wir mal ein bisschen schneller, ich meine, die Schlacht ist vorbei. Aber ich glaube, wir können gar kein Verteidigungsnetzwerk bauen, fällt mir gerade so auf. Alle Einheiten haben Meldung gemacht, doch, das ist ernst gemeint, das ist mein voller Ernst. Das ist mit so viel Ernst geschrieben worden. Alter, das kann nur ernst sein.
Taktisches Gefecht. What? Ja, läuft bei dir. Ich würde mal sagen, dann fliegen wir mal direkt dahin gleich. Scheiße, Folge ist schon fast wieder zu Ende. Das ist grauenhaft. Seht ihr, ich komme kaum weiter. Ich bin hier nur am Druidenschnetzeln. Ein Schnitzel nach dem anderen. Oh, Schnitzel. Wir erwarten eure Befehle, Commander. Ich darf nicht von Essen reden. Erwarte eure Befehle. Die Generals haben einen Hinweis auf einen bevorstehenden Angriff. Schön für den Hinweis. Schneller. Waffen bereit halten. Ich wollte auch noch was anderes sehen in der Folge. Alle Systeme arbeiten im grünen Bereich. Ruinenangriff. Das sind viele Transporter. Schneller. Ihr könnt auf uns zählen, Sir. Das könnte knifflig werden, Sir. Ja, da sind sie. Das ist ein sauberes Manöver. Boom, boom. Boom, boom. Abfangkurs. Wegmachen. Verdammt, konnte da noch viel ankommen. Aber wir hatten noch eine Menge weggemacht. Felucia, ne, Korriban, Korriban. Die kleinere Truppe, wir sind alle Systeme arbeiten im grünen Bereich. Ja, ich soll auch den, wie heißt es hier? Den Stealth-Jäger bauen, aber den kann ich nur beim Wheel bauen, glaube ich. Oder, ne, hier ist der Wheel. Das ist der also hier. Einer von den beiden, meine ich. Dazu müsste ich sie halt erobern. Also das können wir gleich, das können wir noch in der nächsten Folge machen. Das wird ein bisschen schwer, weil ich da hinten muss erstmal. Da fehlt doch ein, nee. Ach, ich vergesse immer, da fehlt gar kein Jedi. Sollte nie eine Flotte, eigene Flotte? Nee, genau, hier. Dings, Shark Teams braucht dann eine eigene Flotte. Start! Komm, das machen wir schnell in dieser Folge, damit wir endlich mal auch ein bisschen vorankommen, ne? Ich meine, wir müssen ja wenigstens Welten nicht mehrmals angreifen. Man wird ja nicht zurückgeschlagen. Das ist eigentlich ein extremer Fehler von mir, dass ich da immer so lang brauche. Weil wirklich verteidigt sind die nie. Außer mal ganz selten am Anfang war das ja mal so. Die paar Welten, die ich sofort angreifen wollte, ja, oh, guck doch mal, fette Defense Lead. Da erinnere ich mich noch, eine große Maul, nichts, eine große Klappe, nichts dahinter. Ja, dass die alle wie TIE Fighter klingen. Ach, komm schon. Das ist echt noch einer Fanservice. Erwarte eure Befehle, Sir. Nee. Schnello. Pride. Streng dich an. Schwach gegen Malevolence. Nicht mehr der gut. Liegt halt an der Ionenkanone, ne? Ich frage mich, ob irgendwann die, wie gesagt, ich habe es ja schon mal erzählt, die Modder von RW holen sich bei dem Modder der Remake-Mod Unterstützung oder Tipps und vielleicht Tricks und sowas. Aber ich fände es auch cool, wenn die ein paar Modelle übernehmen würden. Ich meine, der Venator, der muss nicht, der sieht schon schön aus, das reicht so, wie er ist. Aber die Pride, die wird ja auch nochmal gebaut von dem, die Malevolence mit ihren Geschütztürmchen und sowas. Das könnte man übernehmen. Oh, das Luke-Hulk, Alter. Das geile Luke-Hulk. Dann wird es halt nur ein bisschen schwieriger mit dem Balance, aber trotzdem. Ich will dieses Luke-Hulk. Alle Systeme arbeiten im grünen Bereich. Das wollt ihr doch auch. Gibt's zu. Ihr könnt auf uns zählen, Sir. Hui, zack. Das verreckt wie nichts, das Ding. Ich glaube, es dauert länger, ein neues Ziel anzuvisieren, als das eine Ziel zu zerstören, das gerade anvisiert hat. Oh. Was will denn hier fliehen? Ganz ehrlich. Upsi, vergessen. Boom. Ja, der gehört aber nicht zur... Der gehört aber ja, nicht zur hauptsächlichen Verteidigungsflotte. Das war halt nur der eine. Und komm mal mit. Warum ich inzwischen keine Sachen mehr da unten stehen lasse, weiß ich auch nicht. Macht der Gewohnheit. Schildgenerator wird gebaut. Die Macht ist stark.
In dir, mir, dir, vier. Da, hier, Kid Fisto. Da, guck mal, da. Deine Flotte. Was ist dumm? Konstruktion abgeschlossen. Ja. Hier, genau, die Lads. Heißt doch so, ne? Na, Lad. Blablabla. Auf Deutsch, ne, wir müssen ja alles eindeutschen, also Latt. Es ist ein Latt. Nein, pack da keine E, pack da kein E hinter. Oder ne, Lat? Ach, geil, ist mir ja. Ich bin damit eh immer verwirrt. General. Nö. Schon unterwegs, Sir. So, da rein, kleines Ding. Fertig, ja, hier, du kannst nochmal, wow. Viel Spaß dabei. Konstruktion abgeschlossen. Ich will das eine ganz schön aber noch haben. Taktisches so. Gefecht steht gleich bevor. Was zum Geier? Was soll das? Alter, ich verstehe diese KI nicht. Ich verstehe diese KI überhaupt nicht. Das ist eine Tech 3. Lass uns diese Blechbüchsen zu Schrott verarbeiten. Viel Glück, General. Im Übrigen. Verstärkung unterwegs. Folgenende. Weil, ist ein bisschen spät für mich und ich muss schnell Folgen produzieren. Also, tut mir leid. Aber damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.